Moin Moin, liebe Leute, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der VfL Osnabrück-Karriere und zwar mit Teil Nummer 2 von DB-Mannschaft muss ran. Aber das stimmte eigentlich ja nur für den letzten Part, aber den haben wir ja abgekürzt und von daher ja, spielen wir jetzt gegen Würzburger Kickers noch das eine Spiel und dieses Video kommt ja am Samstag raus. Es ist wieder ein kurzes Video, denn der vorherige Teil kam am Donnerstag raus. Also der Donnerstag-Part war sehr kurz und dadurch kam jetzt der Samstag-Part. Und das zusammen ergibt diesen einen Part. Die B-Mannschaft muss ran. Ganz einfach. So, und jetzt springen wir rein ins Spiel gegen die Würzburger Kickers. Und das heißt Tabellenplatz 1 gegen Tabellenplatz 3. Also rein ins Vergnügen und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Rasen wieder. Am Start und alles klar, dann geht es hier mal ab. So, Pires Rodriguez, Reimering, Palencia auf Pires Rodriguez, der auf Reimering zurück, der in die Mitte und da kommt der Torwart leider an den Ball und von daher gibt es gerade nur den Abstoß. Keine Chance, meine ich natürlich. So, jetzt aber. Gut verteidigt. Schlecht gemacht, gut gemacht. Genau so sieht's aus. Und jetzt der lange Ball auf die Außen, aber er wurde gut abgeblockt. Und dieses Spiel müssen wir gewinnen, um einfach noch einen Schritt näher zu sein. Ja, der Meisterschaft in Liga 3. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Uiuiui, was ist los? Gersbeck mit der ersten Parade und wunderbar. So. Schauen wir mal gleich an. Alle Mann drauf, würde ich mal sagen. Nee, nicht ganz so schlimm. Aber, oh. Wir sollten uns den Ball schon wieder zurückholen. So ist gut. Nein. Jetzt aber. Bickel sehr, sehr stark gemacht auf dem Außenposten. Und wir kriegen den Ball leider nicht behauptet. Von daher können wir nicht weiter nach vorne stürmen. Und den Ball müssen wir uns erkämpfen. Super gemacht. Wir haben noch nicht wirklich. Also Würzburger Kickers, die machen es ganz stark. Das ist Dauerpressing auf jeden einzelnen Spieler. Das ist der absolute Hammer. Ich habe gar keine Zeit, den Ball richtig anzunehmen. Wie in anderen Spielen. Sondern ich muss den immer gleich wieder weitergeben. Und ja, das ist nicht ganz so meine Spielweise. Von daher, ja, wird das sehr gefährlich. Aber nicht umsonst sind sie auch auf Platz 3. Aber wir sind auch nicht umsonst auf Platz 1, würde ich sagen. Dann schauen wir mal, was jetzt. Wow, 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 wow. Gut, das müsste Abschluss geben. Das tut es, glaube ich, auch. Ja, da sehen wir es. Und jetzt geht's dann hier weiter. Göbel baut angelaufen und wir blocken. Und Gersbeck kann den Ball sicher halten und macht es schnell auf den Außen. Aber ihr seht es, der Ballführende hat nicht lange den Ball. Und dann kommt gleich schon einer der anderen angerast. Und angerast meine ich wirklich so. Denn was die an Tempo drauflegen, naja. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier durchkommen. Nicht ganz. Aber so langsam nähern wir uns an. Ja, Einwurf. So, und jetzt machen wir es doch nochmal. Nein, wieder der Fehlpass. Das machen sie echt nicht schlecht. Dadurch, dass sie einen penetrant auf den Füßen stehen, müssen wir Pässe spielen, die wir sonst nicht spielen würden. Und somit spielen wir auch Fehlpässe, die wir sonst nicht spielen würden. Jetzt kommt Müller da wieder über die Außen. Wir müssen beide hier verteidigen. Baumann, Schuss. Drüber übers Tor. 40. Minute. Ich bin mal gespannt, wie lange Würzburg dieses Tempo gehen kann. Und wann wir endlich unser Spiel, ja, dem Gegner aufsetzen können. Aber ihr seht es, wir können es nicht wirklich. So, jetzt vielleicht mal. Pires Rodriguez. Pires Rodriguez mit dem Pass in den Sturm. Aber da kam die Fußspitze dazwischen. Und die ganze Chance ist schon wieder dahin. War ja. Ja, schön gemacht. Waldschmidt. Waldschmidt. Und jetzt Reimering. Pires Rodriguez. Und kriegt den letzten Ball nicht gespielt.
Aber es gibt Freistoß. Ich habe den Pfiff gar nicht mitgekriegt. Das könnte gefährlich werden für den Gegner. Warte mal, ich guck mal, ob ich einen anderen Fuß habe, einen Linksfuß. Aber die können ja alle nix. Ne, dann schießt natürlich Bickel. Und dann... Oh, abgefälscht. Es müsste nochmal Ecke geben. Ziel machen wir aus. Das war bis jetzt immer besser für uns. Und jetzt der Kopfball. Nein, und wir kommen nicht am Ball. Und das, würde ich sagen, war es für die erste Halbzeit oder auch nicht. Wir bekommen nochmal die Chance. Wir bekommen die Chance. Mit drei Leuten kommen sie bei uns auf den Mann. Übersehen in der Mitte Waldschmidt. Und der macht das 1:0 doch noch vor der Halbzeit. Oh, einmal haben sie nicht aufgepasst. Einmal haben sie uns zu dritt attackiert auf den Außen. Und dadurch war natürlich in der Mitte. Und so konnte Waldschmidt dann locker einköpfen. Hier sehen wir es nochmal. Drei Mann auf einen. Und das darf nicht passieren. Denn dann, und dann auch noch die zwei, die machen auch noch den katastrophalen Fehler. Keiner ist für Waldschmidt zuständig. Er kommt noch von hinten angeflogen, aber war eigentlich gar nicht für ihn zuständig. Und dadurch kam er zu spät. Und somit steht es 1:0. Ich würde sagen, zur Halbzeit. Und so ist es auch. 1:0 Halbzeitstand. Und ja, dann würde ich sagen, wir hüpfen gleich direkt in Halbzeit 2 rein. Und da sind wir auch schon in Halbzeit 2 angekommen. So. Und jetzt gucken wir mal, ob Würzburger Kickers diesen Druck immer noch aufrechterhalten kann. Es war kein Foul. Oh je, das hätte ich aber abgepfiffen. Oder ob sie jetzt ein bisschen nachlassen. Wir sind noch fit, da wir einfach ja, die Sprinttaste gar nicht drücken konnten. Jetzt vielleicht mal Bickel auf den Außen. Dann der lange Ball wieder in die Spitze. Schade. Oh, schade. Und jetzt Kopfballduell gewinnen. Oder so. Und dann Reimering auf Waldschmidt. Ihr seht es, wir haben längst nicht mehr diesen Druck von Würzburg wie in der ersten Halbzeit. Ich glaube, die sind so langsam mal down. Und da gibt es den Eckball. Hesel kommt da ein bisschen zu spät am Ball. Und jetzt geht Waldschmidt raus für Alvarez. Und dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Eckball. Kopfball. Wir kommen zwar an den Ball, aber nicht sehr gefährlich. Mal schauen wir mal, dass es jetzt hier so weitergeht, wie wir es gerade versuchen aufzuziehen. Uiuiui. Krasser Fehlpass. Aber sehr gute Aktion von Pires Rodriguez. So muss man sich den Ball erobern. Und da ist Alvarez. Und da ist Alvarez mit dem 2:0. Er wird wirklich unser Edeljoker werden, denke ich. Denn normalerweise spielt er ja Iowa. Und dann, dann hat es Alvarez schwer. Wenn Iowa zurück ist, hat es Alvarez schwer. Oder Iowa hat es schwer. Denn Waldschmidt und Alvarez machen gerade keinen schlechten Job. Nicht nur, weil sie in diesem Spiel getroffen haben, sondern Waldschmidt trifft eigentlich regelmäßig. Und seitdem Alvarez von der Bank kommt, trifft er auch wieder regelmäßig. Für ihn war die Stammposition vorne im Sturm nichts. Das muss man ganz klar sagen. 90 Minuten da vorne schafft er einfach nicht. So. Und jetzt gehen wir mal hier weiter. Schön. Ja, viel weniger Druck. Trotzdem machen wir hier die Fehlpässe. Aber die Würzburger Kickers haben sich in der ersten Halbzeit echt ein bisschen verausgabt. Mit ihrem Dauerdruck, den sie da ausgeübt haben. Und jetzt haben wir hier Platz. Und wir erobern hier den Ball. Sehr stark. Dann der Ball durch die Lücke. Super gesehen. Bickel macht das 3:0. Schön gemacht. Wir sehen uns das gleich nochmal an. Dieser passt durch die Lücke. Ups, das war die falsche Taste. Ja, okay. Das ist eine Kameraperspektive, mit der können wir was anfangen. Ja. Jetzt hier nochmal. Jetzt kommt die Wiederholung. Hier, dieser Pass. Da durch die Lücke. Durch die zwei Abwehrspieler durch. Sauber gemacht. Bickel steht da genau richtig an der 5-Meter-Linie. Da kann der Torhüter auch gar nichts mehr machen. Ja, 3:0 würde ich sagen. Und das mittlerweile zu Recht verdient. Zwar war Würzburg unter Dauerdruck am Anfang, aber haben nicht wirklich einen Schuss losgelassen. Das konnten wir verhindern. Aber sie standen uns die ganze Zeit auf den Füßen, sodass wir nichts machen konnten. Und da kommt die erste Chance von Würzburg Kickers. Aber was macht er da? Er will da querspielen. Da steht zum Glück ein Abwehrspieler von uns.
Und da stehen die sich selber im Weg. Nein, da ist das 3:1. Da haben wir gepennt. Da haben wir mal so richtig gepennt. Zweimal hintereinander. Einmal hatten wir Glück, dass eben er noch querlegen möchte. Und da stand noch ein Abwehrspieler. Und diesmal, ja, ging der Ball dann unten in die Ecke rein. Aber da hatten wir auch sowas von gepennt. Da hatte ich irgendwie schon abgeschaltet in der ganzen Situation. Kommt vor. Darf nicht allzu oft vorkommen. Und von daher heißt es wieder volle Konzentration. Syrie kommt da über außen. Ich habe noch gerade in dem Moment gesagt, dass sie nicht gefährlich vor das Tor kamen. Da waren sie dann schon zweimal da. 78. Minute. Es steht 3:1. Dann schauen wir mal nach hier oben. So. Bickel. Ja, braucht aber gar nicht nach vorne rennen. Da ist nämlich gar keiner. Oi. Jetzt fängt Würzburg wieder das an, was sie die erste Halbzeit die ganze Zeit durchgezogen haben. Sie stehen sehr direkt am Mann, die jetzt auf uns wieder zurennen. Aber Wachs kommt da über außen. Die Flanke auf den zweiten Pfosten, aber Hesel ahnt es und rettet den Ball. So. Müssen wir jetzt wieder... Jetzt macht es Würzburg echt nicht schlecht. Hätten sie das in der zweiten Halbzeit so durchgezogen, wären hier niemals 3 Tore gefallen. Jedenfalls nicht für uns. Stark gemacht von Gersbeck. Ihr seht es, ich komme hier nicht mehr. Jetzt können wir das Ding nämlich nach vorne schlagen. Es war abseits, gut. Und dann dürfte das Spiel hier auch gleich aus sein. 2 Tore kriegen die nicht mehr hin, aber 1 wäre noch möglich. Denn die machen so ein starkes Spiel und Gersbeck wieder mit der Parade. Aber der Schiri hat schon vorher die Fahne gehoben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn das Würzburger Kickers durchgezogen hätten, ihren Druck, dann wäre das hier anders ausgegangen, das Spiel. Das kann ich euch prophezeien. Ganz ehrlich. Oh, Missverständnis da, aber der Schiri pfeift ab. Wir gewinnen 3:1. Schön. Wunderschön, wunderschön. Und ja, damit war es es auch für Teil 2 dieser Folge. Und ich hoffe, ich habe dies jetzt so langsam hingekriegt. Ich weiß, die Fahrt von gestern ist noch ein bisschen problematisch, ein bisschen Hall, glaube ich, drin. Ich muss mir das Ganze nochmal angucken und anhören. Ich versuche das noch irgendwie zu retten, aber ich glaube nicht, dass es geht. Irgendwie war was mit dem Treiber nicht mehr in Ordnung. Habe ich nicht... Ich habe alles nachgeguckt, ob das Kabel stimmt, ob alles stimmt. Irgendwas, der Treiber war irgendwie nicht mehr ganz aktuell oder nicht mehr drauf. Irgendwie gab es da ein Problem. Habe ich dann gelöst und ich hoffe, jetzt ist der Ton wieder ganz normal da. Und dann würde ich sagen, ja, habt noch einen schönen Tag. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha und bis denn. Bye, bye.